So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon, 3 Level fehlen mir jetzt noch für Level 200. Dann ist aber auch wirklich erstmal gut mit Leveln. Ich sage, jeden Tag komme ich heim, mache direkt Rette die Welt an und mache da meine Basis weiter. Also irgendwann nervt es ein bisschen, sage ich mal. Aber man will halt klar unbedingt Level 200 sein. Wie gesagt, wie ich das Ganze mache, habe ich das schon 100 Mal erklärt. Ich würde sagen, wir gehen auch rein in den Shop jetzt. Nämlich heute ist ganz viel da. Also, Meisterlampe ist wieder zurück. Mit neuem Stil. Ich weiß schon nicht, welcher Stil hier ist denn jetzt hier neu. Ich denke mal, der hier. Weil ich habe den Skin nie gespielt. Man sieht es, ich habe mir auch nicht. Ja, ist okay. Also für Ostern ganz lustig, aber ich würde nicht dauernd damit rumlaufen. Und dann haben wir die Kandalaba Dreizack. Dann ist die plüschige Raubauking wieder da, genauso wie der männliche Stil dazu. Genauso wie die Karottenknüppel, Sprachfehler ist da. Das Häschenpaket finde ich persönlich lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Weil man sieht von dem Skin eigentlich so gut wie gar nichts. Und dann Mimbo, das Rückenaccessoire plus die Pickaxe Sprungfeder. Und dann Pastella ist wieder zurück. Die Schnatterende, die ist eigentlich ganz lustig. Dazu noch die Roboter-Variante in männlicher und weiblicher Form. Dann der Entenhammer, die Lackierung, Stahlkarotte auch wieder zurück. Finsterhase auch, passt zwar nicht so ganz, aber es ist auch ein Hase. Und dann haben wir die Eiersuche. Immer noch lustig. Und dann haben wir Häschen Hüpf. Gehüpft wie gesprungen. Ding, ding, ding. Das wird man ab heute wieder 100 Mal sehen überall. Und dann Hopper ist wieder zurück. Bunte Brechstange. Genauso wie Stella, Hoppel, die Pickaxe und die Schokoladenlackierung. Dann das Baskiert-Paket ist immer noch drin. Die Beast-Schützin ebenfalls. Espe finde ich persönlich ein schöner Skin. Dann Macarena auch wieder zurück. Und dann die Bürofahrt. Jazzhände ebenfalls wieder zurück. Und hey, genau. So, dann ist aber noch die Schwerwetterrahmen wieder drin. Fokus, Sam Pickaxe und die ganze Battlebreakers-Geschichte. Ich weiß gar nicht, gibt es noch Battlebreakers? Keine Ahnung. Wie gesagt, die Tarnung, die ist ganz nice, aber ansonsten, naja. So, die üblichen Pakete sind auch immer noch drin, hat sich nichts geändert, ist nichts raus. Und in dem Sinne würde ich sagen, denkt dran, vergesst nicht meinen Creator-Code einzutragen, yt-family. Und in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und haut rein.